Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Thief. Ich bin der Baume und ich wollte jetzt mal, wir sind unterwegs. Wir sind unterwegs, das ist nicht gelogen, und zwar wollen wir was klauen. Im Spiel namens Thief, unglaublich, und weil das so eine Sidequest ist, hat die, so eine ganz besondere Sidequest, hat die gewisse Ziele und auch Herausforderungen, und die würde ich gern erfüllen. Und jetzt muss ich mal gucken. Also unentdeckt bleiben wird, denke ich mal, ja, klingt machbar. Stiehle alle Beuteobjekte, wenn ich hin und wieder nachschaue. Also das letzte werden wir schon noch finden, wenn ich das im Hinterkopf behalte. Nutze einmal die Umgebung, ich weiß schon ganz genau wo. Und drei Kopfschüsse an Bedrohungen ausführen. Nun weiß ich nicht, wie viele Wachen es gibt. Eine haben wir gerade K.O. geschlagen. Zwei sind drin. Wenn wir Pech haben, war es das schon mit den Wachen. Ich werde dann der K.O.-Wache, die jetzt draußen liegt, nochmal in den Kopf schießen. Ich weiß, das ist derbe unfair, aber ich will das extra Gold kriegen dafür. Für die geile Scheiße. So, benutze einmal die Umgebung. Damit kann ja eigentlich nur ein was gemeint sein, nämlich ihmchen hier. So, dann nehmen wir mal die stumpfen Pfeile und schießen das Ding einfach mal kaputt. Wumms dich. So, und was haben wir? Haben wir's? Erledigt. Nutze einmal die Umgebung. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, da liegt noch was zum Klauen. Hat hier nicht gerade was geblankt? Geblankt? Was? Glaube ich? Wer hat das gesagt? Wer hat denn hier gerade was gesagt? Hör ich irgendwo Schritte? Nö. Deine Notiz muss ich dir noch klauen. Steht das lustig? Ist nur eine Frage der Zeit, bis ich dich finde. Wer? Wo? Was? Wie? Wieso? Wer sagt das? Wenn jemand wäre, hätte ich ihn längst gefunden. Wo rennt denn hier jemand rum? Er ist voll laut und klingt übelst nah. Ich guck mal, ob er vielleicht hinterm Schloss ist. Nein? Nein, sieht alles soweit ganz sicher aus. Ich gehe trotzdem lieber wieder von unten rein. Denn jetzt, wo ich weiß, dass ich Leute erschießen darf, wird der Weg von unten, glaube ich, etwas einfacher. Hups. So, hier ist ja niemand, ne? Mohn? Mohn, Mohn, Mohn. Mohn, 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 Mohn. Gold. Haben wir noch mehr geilen Scheiß? Was zum Werfen? Oh, du bist doch was zum... Vorsicht, Vorsicht. Ich hab zwar immer übelst Schiss, dass ich hier Lärm mache, aber bis jetzt hat irgendwie noch niemand auf die Geräusche reagiert, die man hier so macht. Auf die Scherben, das Geknister von dem Papier. Vielleicht ist das auch wirklich nur eingeführt worden, um den Spieler zu verunsichern. Kann ja gut sein. So, ich könnte hier Licht anmachen, aber das wäre total bescheuert. Ach, den hat's jetzt aufgeschreckt. Okay. Ja, warte, dann üben wir das mal mit dem Kopfschuss, ne? So, zoomen. Spannen. Ja, ich bin ein Spanner. Warte kurz. Schießen. Sauber. Wo ist dein Kumpi? Da ist doch noch ein Kumpi hier irgendwo. Ich mache erstmal das Licht aus. Im Dunkeln lässt sich's munkeln. Besser. Viel besser. Ich wette, die Schwermut kommt aus der Kanalisation. Mhm. Verfluchte Tosche. So wie deine Kinder, hä? Huh. Kommst du rein? Du kommst rein, hä? Hier ist zu finster. Hat sein Kumpel doch gefunden. Das war äußerst... Das war die sogenannte Schrecksekunde. Da konnte er gar nicht mehr reagieren. So, haben wir jetzt hier noch Wachen? Eine Wache, irgendjemand, eine Bedrohung muss ja jetzt noch erschießen, ne? Ich guck nochmal kurz in die Ziele rein. Ja, zwei Drittel haben wir. Und alle Beuteobjekte klauen. Na, das ist mir doch eine Freude, das mache ich doch gerne. Hier ist bestimmt auch ein Messer. Ein Brieföffner. Naja, Messer, Brieföffner, whatsoever. Ist schon fast das Gleiche. Aber pst. Kein Verraten. Das bleibt unser Geheimnis. Kann ich die Kanne nicht auch noch klauen? Wollte schon sagen. Mensch, Garrett, nicht nachlässig werden hier. So, Schränkchen wieder zumachen. Alles in Ordnung hat. So, das Bild. Nö. Da unten, der Boden. Was haben wir hier? Da. Ach ja, stimmt, stimmt. Stimmt. Da waren ja Fallen im Keller. Gott. Wie viele Mechanismen gibt es denn, um die zu deaktivieren? Das zieht sich ja durchs ganze Haus kreuz und quer. Die haben ja auch voll vielen Scheiß. Ist ja Wahnsinn. Ist ja Wahnsinn. Was ist das für ein Typ, den wir hier ausrauben? Ein,
Naja, nicht Händler. Wie nennt man das? Leute, die Zeugs versteigern. Ein Auktionär? Nee, das ist... Ein Zeugsversteigerer. Doch, das war der Fachbegriff. Die Musik ist jetzt auch schlagartig weg, ne? Ich glaube, wir haben echt die letzte Wache schon erlegt. Der hatte nur 3 Wachen. Voll schade. Dann werde ich mal nochmal den erschießen, der draußen liegt. Hoffentlich zählt das. Das ist voll gemein. Das ist so gemein, ey. Der wollte doch nur ein bisschen Geld verdienen, damit er sich einen Eintopf leisten kann. Und ich bring die alle um. Mein Herz, es bricht in zwei. Man kann es laut hören. Knicknack. So, aber für dich verschwende ich nicht die guten Pfeile, weil die sind nämlich auch schon alle. So, jetzt mal tief auf, weit aufmachen den Mund. Oh, der ist aber hart im Nehmen, warte. Das schaffen wir. Der schnarcht ja immer noch. Das verstehe ich nicht. Das sieht aus, als hättest du einen Holzbart. Du hast ja was im Auge. Hallo, kratz dich mal, kratz dich mal. Warte, ich muss den letzten Pfeil aufheben, falls wir doch nochmal irgendjemanden begegnen, dem wir einen Headshot vergeben können. Ich vergebe dir einen Headshot. So, hier haben wir alles. Ui, hier kann man voll viel geilen Scheiß mitgehen lassen. Sag mal, ist das jetzt echt die Wache? Die zählt das nicht? Weil ich nett war? Weil ich nett war? Etwa weil ich nett war? Weil ich die betrogen... Und der hört mit Schnarchen nicht auf. Das finde ich ein bisschen unnatürlich. Ich weiß nicht, wie man es schafft. Ich dachte immer, wenn man wenigstens 3 Pfeile im Kopf hat, hört man irgendwann auf mit Schnarchen. Dass das so ein medizinisches... So ein Geheimkniff ist, ja, falls gar nichts hilft. 3 Pfeile im Kopf. Was haben wir denn hier? Ist da auch der Schädel dabei? Geschäftsregister. Ich glaube, das Ding ist in seinem Tresor. Wir müssen auf jeden Fall die Kombination rauskriegen. Lieferungen. Kurz hier Heizung aufdrehen. Lieferung. Simon K. Handschuhe. Abgeschlossene Geschäfte. Bla bla bla. Schmutzig. Ohne Sprünge. Gewaschen. Andralala. Sonderausgaben. Spenden an die Wache des Barons Bergfried Sanierungsfonds. Ha. 3 Hundekäfig. Haushaltswerkzeug, Gemälde, Flaschen, Trinkgläser, 6 Pfeifen. Was verkauft der denn? So ein Quatsch. Ist ja alles Trödel. So, das hatten wir auch schon gelesen. Bliblablub. Oxhold Perry hat sich die Wachen gekrallt. Hatte anscheinend gute Connection zur Krone. Ups, das nehme ich noch mit. Und da drüben ist ein... Super geiler Scheiß. Nehmen wir mit. Nimm mit. Mit Kerze. Hm. Like a candle in the wind. Guter Fund. Ja, glaube ich auch. Oh, warte, was steht denn da noch? Ah, da ist noch ein kleines Gewicht, das kann man auch noch mitnehmen. Nichts übersehen. Ist da jemand drin? Bitte sag mir, dass da noch eine Wache drin ist, die ich Kopfschotten kann. Nein. Verdammt, da war es doch aber. Sag ich doch. Na, jetzt. Aha. Mal auf die Tür. Boah, Alter, ist das gut bewacht. Das ist ja unglaublich. Alles für den Kehlkopf des Eisenmanns? Und können wir dafür vielleicht einen anderen Begriff finden als Eisenmann? Ich finde, das klingt so lächerlich. Eisenmann, zieht Hosen an. Wurde verletzt! Was? Hier ist noch jemand? Mich kriegt der Karl nicht. Nicht, wenn ich ihn zuerst finde. Wer? Wo? Warum? Du kriegst einen Headshot. Das kriegst du. Hey. Wieso ist das offen? Eindringling! Wo ist er denn? Du kannst dich nicht verstecken. Doch. Das kann ich richtig gut. Glaubst du nicht, ja? Hast dich festgebackt? Von hier aus könnte ich dir, glaube ich, einen super Kopfschuss verpassen. Hast du einen Helm auf oder sowas? Nö. Ach, du bist der Hausherr.
Bist du offiziell eine Bedrohung? Reicht da ein Pfeil aus? Du hast so einen fleischlichen Kopf, das muss doch reichen. Langsam atmen. Atmen. Huch! Hey, huscht hier jemand herum? Da! Ich hab jemanden gesehen! Nein, hast du nicht. Ich wette, ich kann ich ihm auch... Weiß, du bist hier irgendwo! Ich kann ihm bestimmt auch ins Gesicht schießen, wenn er gerade hinter mir her ist und mich gesehen hat, aber ich würde es halt doch lieber aus dem... Komm raus! Aus dem Dunkeln ganz machen. Wo ist er denn? Langsam! Ist er denn? Mach mal ein paar Schritte. Schitte. Komm, hier ist niemand. Ja. Ich jage einem Schatten nach. Ganz recht. Jetzt geht er wieder zurück. Ich hab nur diesen einen Schuss, ja. Reicht's? War's das? Ja! Gott sei Dank. Gott sei Dank ist der hier noch rumgerannt. Oh, Wahnsinn. Ich dachte schon, alle Wachen wären. Es waren echt nur drei Wachen. Ah ja, tja, jetzt muss der Händler leider dran glauben. Oh, das tut mir leid. Aber hey, so ist das Leben. Leben kommt, Leben geht, nein. Puh, dann haben wir jetzt nichts weiter mehr zu tun, als uns die Taschen vollzuschlagen. Das ist ja sehr angenehm. Wo führst denn du hin? Bestimmt auch dort drüber, da müsste ich nicht extra aufschrauben. Wir folgen mal dem roten Faden. Wo führt er denn hin? Ach da, nach oben. Alles klar. Aha, und dann Teppich durch. Ich guck mal, was sich hier noch alles mitnehmen lässt. Nichts, da ein bisschen. Komme ich hier durch? Kann man dich aufmachen? Nein. 350 haben wir schon wieder zusammen. Wahnsinn. Ah! Was ist denn hier? Ist hier ein Sammlerstück drin? Da waren doch gerade eben Handabdrücke. Da waren doch Handabdrücke an der Wand. Ein Sammlerstück, Wahnsinn. Sieh an, was haben wir denn da? Weiß nicht, ein Kaugummi vielleicht? Ich nehme mal einen Mond. Ich habe ganz schön viel Mond verblasen, Wahnsinn. Trotz der Effizienz auf Stufe 2 verbrät man doch mächtig viel Mond, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat. So, komm, entschärfen wir mal die Falle. Dann können wir uns endlich im Keller zu schaffen machen. Da liegt nämlich sau viel geiler Scheiß. So, ich mach mal das Licht aus, dann sehen wir nämlich den ganzen anderen Stuff besser. Der funkelt. Funkelt und glänzt. Ein Notizbuch. Aber den Tresor müssen wir ja zum Glück nicht mit einer Kombination knacken. Ach, guck mal, hier hat er rausgeguckt und runtergeschrien. Gesagt, Hüdel, Hüdel. Hüdel, Hüdel, arbeiten, Hüdel, Hüdel. Ja, das hat er gesagt. Hm, irgendwie dachte ich, wir finden hier noch mehr. Aber gut, das Entschärfen ist schon mal nicht schlecht, weil jetzt kommt das... Wusch. Das sieht immer so gefährlich aus. Macht mir ein bisschen Angst, der Gute. Gucken wir mal hier rein. Hihi. Na? Genau. So. Na, hier war es gerade. Richtig. Ah. So, auf die Bude. Ja, immerhin. 20. 15. 404. Mann, uns geht's echt gut. War hier noch mehr oder war das nur die Truhe, die gesichert war? Hier waren so viele rote Linien, das hat mich total verwirrt. So, jetzt können wir Licht anmachen. Jetzt sind alle tot. Das ist gemein. So, das machen wir auch noch an. Klick. La 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 la. Ich muss mich beeilen, die fangen bald an mit Stinken. Das ist auch ein Nachteil, wenn man alle umbringt. Wenn die K.O. sind, dann fangen die nicht ganz so schnell an mit Stinken. Zumindest stinken sie dann nicht so sehr, sondern nur so wie sonst auch. Ah, komm schon, Robo-Kehlkopf. Komm schon, du willst da raus. Und ich will dich haben. Komm in meine Tasche. Wie auch immer Garrett den ganzen Scheiß wegschleppt, es ist mir ja eine Brezel. Bing! Und die Robos können dann sprechen? Das finde ich ein bisschen unheimlich, was die uns wohl erzählen werden. Ich möchte ein Eis. Das ist also der Kehlkopf. Perry hätte ihn verkaufen sollen, als er noch konnte. Tja, jetzt hat's schlecht mit dem Verkaufen. So, ne? Da er sein ganzes Geld ja jetzt auch nicht mehr braucht. Haben wir jetzt alles? Haben wir jetzt alles geklaut? Oh, irgendwas haben wir übersehen. Stiehl alle Beuteobjekte. Irgendwo muss noch was rumliegen. Oh, die Suche nach dem letzten Schatz. Da gehe ich mal hier rein. Und guck mal, wo ich rauskomme. Achso, hier. Ja, da waren wir schon.
Dann sehe ich mich mal nochmal oben in seinem Büro um. Es sei denn, einer der Wachen hat noch was dabei. Oder hat er noch was dabei? Nee. Oh, richtig. Guck mal, genau in den Mund. Der hat ihn mit den Zähnen gefangen. Ich glaube, der ist gar nicht tot. Ich glaube, der tut nur so. Gleich springt er auf und fällt uns an mit seinem mächtigen Schwert, das ihm irgendwie so kreuz und quer in beiden steckt. Ich guck nochmal hier rüber. Das wäre dann wirklich die erste Quest, die wir zu 100% vollständig kriegen. Ach so, nee, Quatsch, hier ging's ja nur raus. Wenn ich alles mitgehen lasse... Was ist denn da drüben? Ach so, da war ein Lagerfeuer. Mensch, wo ist das letzte Stückchen? Ich guck nochmal runter in den Keller. Flasche Wein, ja, das ist doch ein Wurfobjekt, genau. So, Glas. Vase. Davon werden die Wachen jetzt auch nicht mehr wach. So, das kann ich ja nochmal aufmachen. Aber das haben wir schon alles ausgeräumt, oder? Ja. Ja. Raufklettern kann ich auch nicht auf das Ding. Nee, hier komme ich auch nicht rauf. Manchmal liegen ja Sachen auch oben auf den Schränken drauf. Das ist ziemlich gemein. Nöscht. Nöscht. Ich gucke hier nochmal oben drauf. Der Zylinder sieht gut aus, aber nein. Nichts zum Kalauen. Kann man dir noch was abnehmen, mein Freund? Oder geh mal aus dem Weg kurz. Warte, nur unter dir. Oh, war ja, das sieht... Bums. Ja, da muss ich auch nicht mehr zaghaft sein. Warum nehme ich nicht einfach sein Schwert? Nee, es macht mich zu langsam. Als ob Pfeil und Bogen jetzt irgendwie schnell wären. Hier ist nichts, da ist nichts. Mensch, wo ist denn das letzte bisschen Edelmetall? Like a candle in the wind. Warum habe ich denn diesen Ohrwurm? Das ist vor allen Dingen auch so überhaupt nicht meine Musik. Kerze. Bett. Scherben. Nichts. Hallo? 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 Mischt. Dann vielleicht noch in dem Haus da drüben. Hui. Ich hätte vielleicht noch gedacht, einer der Wachen hätte was bei sich. Hätte. Vielleicht hier? Hier oben drauf? Komme ich da hoch? Nö. Okay. Hier ist auch mischt soweit. Habe ich hier was übersehen? Machen wir die Kerze aus. Vielleicht hier im Schrank? Tatsache! Warte. Warte! Das wird's gewesen sein. Haben wir's? Sehr gut, sehr geil. Ah, oh, schön, 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 schön! Perfekt! Ah, oh, perfekt, perfekt. Hat genau für die ganze... Hat super geklappt. Ja, ich möchte ins nächste Viertel gehen. Auftrag erledigt! Ah, oh, ich bin unentdeckt geblieben. Ich habe einmal die Umgebung genutzt, 100 gab es dafür, 350 fürs Unentdeckt-Bleiben. Die 5 Kopfschüsse waren gerade mal 85 wert. Ja, jetzt teilt mal 85 durch 3, dann wisst ihr, wie viel ein Menschenleben wert ist. Ist das nicht traurig? Ja, alle Beuteobjekte 215 Gold. Kriegt man die als Bonus oder war die Beute so viel wert? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall K.O. geschlagene Bedrohung in 3. Aber getötet 4. Und insgesamt waren nur 4 Leute da. Wie habe ich das geschafft? Magic. Gut, gut, gut. Das gefällt mir gut. Derbe geil. Schön. War eine gute Folge. Da habe ich ja alles geschafft, was ich mir vorgenommen habe. So. Boah, dann geht's jetzt erstmal wieder zurück zu Hector. Hector hieß er? Hector? Hector, der Vektor? Dann kann sein Robo jetzt schon greifen und reden. Mensch, was man damit alles machen kann. Darf ich Ihnen einen Tee anbieten? Ich möchte ein Eis. Robos und Eis. Ja, Robos lieben Eis. Tja, jeder, der den Terminator... Nein, der Terminator mochte kein Eis. Ich habe so ein bisschen Angst, dass das Vieh dann einfach auf uns losgeht. Dass die Quests von Hector einfach nur dadurch enden, dass er sein Robo fertig gebaut hat und der Robo dreht ihm den Kopf rum, weil er... Weiß nicht. Weil Robos böse sind? Weil alles, was der Mensch baut, böse ist? Weil der Mensch selbst böse ist? Wenn Gott den Menschen nach seinem Bild geschaffen hat, ist Gott böse? Möchte die Welt bestrafen, indem er uns auf sie loslässt? Keine Ahnung. Da kann man jetzt philosophieren.
Nein, vielleicht ist ja Robi auch ganz lieb und fängt an, die ganze Bude zu putzen. Warum auch immer liebe Menschen Buden putzen, aber ich weiß, dass es welche gibt, die das machen. Ich bin der Baume, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich auf Wiederschauen und viel Spaß beim Bude putzen, weil ihr nette Menschen seid.